Dein Kühlschrank funktioniert nicht? In diesem Video zeige ich dir ganz einfache Tipps, wie du dir selbst helfen kannst und dadurch nicht in die Werkstatt musst. Wir haben dieses Video in unterschiedliche Fehlersequenzen eingeteilt für die Kühlschränke. Du findest die hier unten in der Timeline und kannst auf die entsprechenden Elemente klicken. Beginnen wir mit dem Thema, dass der Kühlschrank zu wenig kühlt. Wichtig ist, dass ihr den Kühlschrank mindestens 12 Stunden, bevor ihr losfahrt, einschaltet, damit die Kühlleistung sich aufbaut, bevor ihr das Kühlgut reinlegt. Noch besser wäre es, wenn ihr den Kühlschrank füllt, dass es nicht warme Sachen sind, die reingelegt werden, sondern auch, dass auch die möglichst vorgekühlt sind, damit, wenn ihr unterwegs auf 12 Volt umschaltet, einfach die volle Kühlleistung da ist, dass der Kühlschrank durchhält, bis ihr am Urlaubsort ankommt. Bei einem Absorberkühlschrank ist es wichtig zu wissen, dass dieser maximal 25 Grad unter Umgebungstemperatur kühlt. Das bedeutet, wenn ihr in Kroatien 30 Grad Außentemperatur habt, habt ihr im Idealfall hier 5 Grad im Kühlschrank. Ebenfalls wichtig, den Kühlschrank nicht zu voll packen, weil wenn die Türe nicht ganz zuschließt, speziell hier unten dann vielleicht auch etwas absteht, verliert ihr Temperatur über diese offene Dichtung und der Kühlschrank vereist. Die Gitter sind dann vollständig im Laufe der Zeit, das wird jeden Tag mehr, werden dann vollständig mit Eis bezogen sein und dann kann der Kühlschrank gar nicht mehr die Kälte in den Raum abgeben. Auch wenn ihr Probleme mit Tauwasser am Kühlschrankboden habt, gibt es mehrere Ursachen hierzu. Zum einen dürfen keine warmen Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt werden. Jeder weiß, wenn er eine kalte Cola-Flasche nach außen stellt, wie schön die innerhalb von wenigen Sekunden diese feinen Tauperlen bekommt. Genau das Gleiche passiert, wenn ihr eine warme Cola-Flasche hier in den Kühlschrank reinlegt. Das bildet Tauwasser, das sich am Schluss am Boden vom Kühlschrank ablagern kann. Ebenso, wenn ihr das Kühlgut bis nach hinten schiebt und möglichst viel in den Kühlschrank reinzubekommen, habt Kontakt mit der Rückseite unterhalb des Ablaufloches, dann ist auch so, dass hier ebenfalls sehr viel Tauwasser entsteht. Dieses, selbst wenn es jetzt oberhalb von diesem Ablauf entsteht, kann es passieren, dass es so viel ist, dass es einfach nicht aufgenommen werden kann, dann an der Kühlschrankseite runterläuft und sich dann am Boden vom Kühlschrank sammelt, bis es sogar in den Innenraum raustreten kann. Ebenfalls wichtig ist es, den Kühlschrank nicht zu kalt einzustellen. Man neigt dazu beim Einschalten volle Pulle und dann kühlt der bestimmt auch gut, aber zu kalt ist ebenfalls nicht gut. Hier entsteht auch die Vereisung unter Umständen wieder zu schneller, die auch bei zu kalt eingestellten Kühlschrank entstehen kann. Auch diese Vereisung, ob jetzt durch eine offene Kühlschranktüre oder nicht anliegende Dichtung oder auch zu kalt eingestellten Kühlschrank, auch diese kann wieder zu Tauwasser im Kühlschrankboden führen. Bitte beachtet auch, dass ihr die Kühlschranktüre nicht zu voll macht oder nicht zu schwer macht. Wenn man hier alles mit 1,5 Liter Flaschen voll stopft, dann hat es einfach ein Riesengewicht und dieses Spiel, der hier vorhanden sein muss, temperaturbedingt, der sorgt auch dafür, dass die Türe etwas während der Fahrt und Bodenwellen sich bewegen kann. Und dann könnte es passieren, dass unten das Scharnier ausschlägt und irgendwann die Kühlschranktüre nicht mehr richtig schließt, die Gummidichtung nicht mehr richtig anliegt und ihr auch hierdurch unter Umständen wieder Kühlverlust habt. Wenn euer Kühlschrank eingeschaltet ist, merkt ihr, dass sich hier auf der Rückseite des Kühlschrankes Wärme entwickelt. Die Funktion eines Kühlschranks auf Absorbertechnik funktioniert tatsächlich über Erwärmung der Kühlflüssigkeit. Das heißt, auf der Rückseite des Gerätes wird es warm. Wenn es zu warm wird, sprich ihr vielleicht auch wieder in Kroatien bei 30 Grad steht, ist die Zirkulation, die hier frische Luft rein, hier warme Luft raus, optimal laufen sollte, natürlich reduziert. Je wärmer es draußen ist, desto schlechter die Abluft hier. In diesem Fall nimmt man das Kühlschrankgitter raus, durch hier die zwei Riegel, und merkt hier, dass plötzlich hier ganz viel Wärme rauskommt, die schlagartig dafür sorgen wird, innerhalb von ein paar 2-3 Stunden, dass ihr richtig zuschauen könnt, wie die Kühlschranktemperatur sich erholt und merklich besser wird.
Natürlich könnt ihr das Kühlschrankgitter wieder reinmachen, wenn das Niveau der Leistung des Kühlschranks wieder erreicht ist. Ganz wichtig ist es, richtig darauf achten, dass die Gitter vollständig verriegelt sind. Es gibt zwei verschiedene Systeme. Das eine hier von Tedford hat zwei Schieberiegel. Dort muss man unten dann das Gitter richtig einhängen. Das sind hier zwei Nasen, die hier unten, oder vier Nasen, die hier unten richtig eingehängt werden müssen. Und erst wenn es sich sauber und locker zuschieben lässt, dann habt ihr es hier unten richtig drin. Dann gibt es das Kühlschrankgitter von Tedford. Dort ist die Verriegelung anders. Da ist die Scharnierseite auf der rechten Seite ganz wichtig, richtig gut einhängen und auf der linken Seite dann sauber verriegeln. Wenn es leicht geht, habt ihr es richtig eingehängt. Wenn ihr dieses Gitter nicht auflassen wollt, und das verstehe ich, weil es sieht echt nicht schön aus, dann könnt ihr euch auch einen Kühlschranklüfter einbauen lassen. Dieser Kühlschranklüfter sorgt dafür, dass diese warme Luft hinten in der Rückseite des Gerätes abgesaugt wird. Bitte darauf achten, es gibt verschiedene Lüfter für verschiedene Modelle. Ihr solltet euch dann tatsächlich erkundigen, welcher Kühlschranklüfter der richtige ist. Euer Fachhändler gibt euch da Auskunft und baut das natürlich auch ein. Manche Systeme kommen hier ins obere Gitter, andere kommen hier unten rein und es wird immer ein Thermostat mit verbaut. Dieser Thermostat, der kommt an die Verrohrung hier hinten dran, der merkt, wie heiß ist es in diesem Kühlschrank, haben wir überhaupt noch genug Rückwärme, und schaltet dann im Augenblick den Kühlschranklüfter ein, wenn es erforderlich ist. Im Winter sieht die ganze Sache ganz anders aus. Ab einer Temperatur unter 6 Grad bei Tedford bzw. ab 8 Grad bei Dometic empfiehlt der Hersteller, Winterabdeckungen einzusetzen. Diese Winterabdeckungen halten die Wärme hier in diesem Rückraum noch weiter da, sonst fließt sie einfach zu schnell ab und ihr müsst den Kühlschrank immer höher und höher stellen, obwohl es ja draußen eigentlich kalt ist. Deswegen die Winterabdeckungen einsetzen und dann habt ihr eine genauso gute Kühlleistung wie immer. Dometic hat eine andere Kühlschranklüfterabdeckung. Die wird hier oben eingesetzt. Und nicht wundern, hier unten bleibt ein Schlitz frei. Das ist gewollt und sorgt dafür, dass der Kühlschrank trotzdem zirkuliert und nicht zu warm hinten wird. Auch auf die Gasflaschen muss geachtet werden. Viele wissen nicht, dass es Sommer- und Wintergas gibt. Wintergas wird in der Regel ab Mitte September, Oktober von den Gasstellen ausgegeben. Diese solltet ihr mitnehmen, wenn ihr in Winterurlaub oder ein Wintercamping geht, damit es keine Probleme gibt. Wenn dein Kühlschrank nicht startet, kann das unterschiedliche Gründe haben. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt alle Punkte durch, damit es wieder funktioniert. Als erstes ist natürlich wichtig, den Kühlschrank einzuschalten. Dann natürlich die Temperaturstärke auszuwählen. Nicht zu kalt einstellen, aber wie schon erläutert, auch nicht zu stark. Viele Kühlschränke haben einen Automatikmodus. Erkennt man hier, wenn man den Kühlschrank auf A stehen hat. Beim Tedford-Kühlschrank sieht es so aus, beim Dometic-Kühlschrank kann es wieder anders aussehen. Der Automatikmodus hat den Vorteil, sobald du nicht mehr an Strom hängst, wählt er automatisch Gas als nächste Funktion, beziehungsweise wenn der Motor gestartet wird, dann wird die 12 Volt Energie hergezogen. Wenn ihr das Fahrzeug abstellt, das heißt die Zündung ausmacht und noch nicht am Strom dran seid, sollte ja eigentlich folglich auch das Gerät auf Gas starten. Bitte wundert euch nicht, wenn das nach 15 Minuten immer noch nicht der Fall ist. Hier gibt es eine Diesel- bzw. eine Tankstopp-Funktion, sodass, wenn ihr auftankt, dass es keine Verpuffung geben kann durch den Kühlschrank, der nebendran zünden könnte. Ist eine Sicherheitsfunktion, die Hersteller einbauen müssen. Und gibt es in verschiedenen Geräten im Fahrzeug auch, wie bei der Heizung zum Beispiel. Also erst nach 15 Minuten, wenn 12 Volt der Zündung ausgemacht wurde, erst nach 15 Minuten startet der Kühlschrank auf Gas. Wenn trotz dieses Wissens der Kühlschrank nicht startet, ist es immer zu empfehlen, bitte mal von der Automatikfunktion wegzugehen und das Gerät umzuschalten auf die manuelle Funktion. Ich sehe hier gleich schon jetzt auf 12 Volt, der blinkt, der kann nicht, bringt mir hier hinten einen Fehler. Warum? Der Motor von unserem Fahrzeug läuft im Moment nicht.
Wenn ich jetzt weitergehe auf Gas, sucht er jetzt allererst mal nach der Gasflasche bzw. nach der Flamme und nach dem Gas, damit er zünden kann. Auch hier, ist jetzt noch nicht auf den Fehler, die Gasflasche scheint offen zu sein, sonst würde auch hier ein Fehler kommen. Und wenn ihr das ausschließen könnt, dann tatsächlich wieder auf Automatik stellen, wenn ihr den Fehler gefunden habt. Es könnte auch sein, ihr habt vergessen, die Gasflasche aufzumachen. Wenn euer Kühlschrank auf Gas nicht startet, solltet ihr folgende Dinge beachten und kontrollieren. Zuerst bitte, ob die Gasflasche voll ist. Nehmt sie raus, wiegt sie. Außer ihr wisst, ihr habt gerade eine neue Flasche gekauft oder geholt, dann sollte sie voll sein. Als nächstes bitte kontrollieren, dass hier dieses goldene Ventil geöffnet ist, dass auch Gas ins Fahrzeug kommen kann. Bei den Reglern, die an der Gasflasche hängen, gibt es unterschiedliche Systeme. Die einen sind ganz einfache Regler, die an die Flasche rangeschraubt werden. Das andere ist ein Doppelventil, dass wenn eine Flasche leer ist, es auf die nächste Flasche umschaltet. Was aber wiederum bedeutet, dass ihr einen Freigabeknopf drücken müsst. Bitte achtet darauf, dass dieser Freigabeknopf gedrückt ist. Wenn ihr nicht wisst, wo der sich befindet, nehmt bitte die Bedienungsanleitung vom Hersteller her. Am Küchenblock befinden sich Absperrventile, die können grau oder rot sein. Manchmal sind sie hinter der Küchenschublade, hinter der Besteckschublade, manchmal befinden sie sich weiter unten im Schrank oder sie sind offen sichtbar. Diese Ventile beinhalten Kühlschrank, Kocher und eine Heizung. Das sind diese Drehventile, die ihr dann in die entsprechende Richtung öffnet. Zur Kontrolle, ob wirklich Gas im Fahrzeug ankommt, könnt ihr den Kocher nutzen. Wenn ihr den Kocher einschaltet und ca. 5 Minuten brennen lasst, wisst ihr, dass wirklich Gas im Fahrzeug ankommt. Der Kocher braucht sehr wenig Gas, deswegen ist ein kurzes Einschalten nicht ausreichend. Bitte 5 Minuten brennen lassen. Wenn euer Kühlschrank auf 12 Volt nicht kühlt, kann das auch mehrere Ursachen haben, die leicht zu überprüfen sind. Als erstes kontrolliert ihr, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn es auf Automatik steht, solltet ihr es auf 12 Volt umschalten. Dann seht ihr meistens durch einen Fehler, durch ein Blinken, ob 12 Volt anliegt. Das kann zum einen sein, dass der Motor nicht läuft. Beim Wohnwagen wäre es dann der PKW, dass der PKW nicht an ist. Oder von mir aus auch der richtige Dauerstrom dafür nicht zur Verfügung steht. Als nächstes wäre zu prüfen, ob die Sicherung gut ist. Ihr findet die Sicherung unter dem Beifahrersitz beim Reisemobil im Elektroblock und beim PKW müsstet ihr die Sicherung im Motorraum überprüfen. Beim Reisemobil gibt es eine Anzeige, die euch zeigt, wie voll die Batterie vom Fahrzeug ist und damit ihr diesen Fehler ausschließen könnt. Wenn ihr Probleme auf 230 Volt mit dem Kühlschrank habt, gibt es auch hier verschiedene Ursachen, bei denen ihr euch leicht selber helfen könnt. Zum einen müsst ihr sicherstellen, dass der 230 Volt CE-Stecker eingesteckt ist. Allerdings muss man wissen, nicht überall kommen auch 230 Volt aus den Steckdosen raus. Wenn ihr um die 200 Volt habt, das passiert oft in Italien zum Beispiel, wo die Campingplätze noch relativ alte Stromsysteme haben oder generell im Ausland, dann wird der Kühlschrank sich nicht beschweren, wird keine Fehlermeldung bringen, sondern er wird einfach kühlen, aber nicht so stark. Die Fehlermeldungen werden erst ab so 195 Volt in der Regel erkannt oder zumindest unter 200 Volt erkannt. Dann würde er zeigen, Achtung, ich habe keinen Strom. Aber das Gerät selber kann das nicht anders darstellen als Strom da oder Strom nicht da. Stell außerdem sicher, dass am Bedienteil der 230 Volt Eingang leuchtet. Das würde heißen, dass hier Strom auch wirklich ankommt. Auch ist es wichtig, danach den Schutzschalter, den FI-Schutzschalter zu kontrollieren. Falls das hier nicht leuchtet, könnte das die Ursache dafür sein. Wenn ihr alles probiert habt,
und nichts funktioniert und trotzdem der Kühlschrank noch eine Fehlermeldung anzeigt, dann könnt ihr ihn zum einen komplett ausschalten an diesem kleinen Hauptschalter, wie wir es im Video sehen, oder, weil er sonst nicht komplett stromlos ist, hier unten am Elektroblock unter dem Fahrersitz, ist er meistens verbaut, dort aus- und einschalten, damit die Elektronik sich komplett resettet. Bitte so 30 Sekunden vor dem Einschalten warten. Beim Wohnwagen gilt dann alternativ den Strom einfach abziehen, einfach den 220 Volt Stecker rausziehen. In manchen Modellen sind Kompressorkühlschränke eingebaut. Sehr häufig findest du die in Kastenwägen oder in modernen Reisemobilen, die weg vom Absorberkühlschrank gehen. Diese Kompressorkühlschränke sind im Prinzip genauso wie die Kühlschränke zu Hause, die auf 230 Volt funktionieren, nur die hier funktionieren nur auf 12 Volt. Das heißt, das Wichtige dabei ist, dass 12 Volt anliegen, dass 12 Volt vorhanden sind. Und da ist vor allem die Batterie das Wichtigste, dass die funktioniert. Das heißt einmal, dass die Batterie funktionsfähig ist, dass sie die Ladung aufnimmt, vor allem, dass sie geladen ist. Wenn du feststellst, meine Batterie ist, hat keine 12 Volt mehr, geht schon in den Tiefentladebereich, auch das kannst du am Bedienpanel kontrollieren, dann könntest du in erster Linie den Motor starten, um die Batterie etwas wieder aufzuladen oder vor allem 230 Volt wieder einstecken, damit die Batterie geladen wird. Außerdem ist beim Kühlschrank wie bei den allen anderen Kühlschränken genauso wichtig, dass die Kühltemperatur nicht zu kalt eingestellt wird. Im Wesentlichen gelten dieselben Dinge, die wir sonst auch zu den Absorbermodellen gesagt haben, außer dass alles mit Gas hier nicht gilt. Wenn du trotz der Kontrolle deiner Batterien keine Funktion auf 12 Volt hast, kannst du den Kühlschrank komplett ausschalten, um einen Reset durchzuführen. Wenn du ihn danach wieder einfach länger draufdrücken, dann schaltet er sich in der Regel aus. Wenn das nicht funktioniert, schalte auch hier kurz den Ein-Ausschalter am EBL aus, dass einfach das ganze Gerät auch bis es an die Elektronik rangeht, ohne Strom ist. Und nach einer 30 Sekunden, einer Minute wieder ein, um den Kühlschrank wirklich grundlegend zu resetten. Das ist sozusagen noch ein tieferes Reset, als jetzt allein nur das Gerät ein- und auszuschalten. Das waren alle Punkte, wie du dir selbst weiterhelfen kannst. Wenn du außerdem Schwierigkeiten hast, kannst du auch in unserer App Help to Camp nachschauen oder den Händler deines Vertrauens kontaktieren.